Also ich glaube, dass man gar nicht sagen kann, dass wir es überhaupt nicht verwirklicht haben, weil es ist ja schon so, dass jetzt jeder eine Stimme haben kann. Sie wird vielleicht nicht gleich viel gehört, aber wenn wir an Black Lives Matter denken oder MeToo, da haben also schon Menschen eine Stimme bekommen, die unvergleichlich ist zu dem Gewicht, das sie vorher hatten. Und dass dann auch sowohl die Politik als auch die klassische Mediengesellschaft gezwungen wurde, über diese Themen zu berichten, manchmal zum Beispiel erst 2 oder 3 Tage, nachdem bestimmte Vorfälle zum Beispiel in den USA vorgefallen sind und über Black Lives Matter als Hashtag dann erst hochgepusht worden sind. Man hat dann also eine Handlung erzwungen. Das ist alles noch nicht genug. Und dass wir gleichberechtigt im Netz sind, stimmt auch nicht. Insofern ist an der Sorge natürlich auch was Wahres dran. Denn gerade Stimmen von Minoritäten werden sehr stark angegriffen. Sie werden nicht nur größer und lauter gemacht durch das Internet, sondern sie werden manchmal auch kleiner gemacht, bekämpft und verdrängt durch Rassismus, durch Sexismus, durch andere Ismen, die sich da Bahn brechen. Ob wir das wegkriegen zu 100%, würde ich eher sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, weil das würde bedeuten, dass wir so eine Ponyhofgesellschaft werden, was nicht realistisch ist, weil Menschen Menschen sind. Es muss aber nicht so bleiben, wie das jetzt ist. Und ich hoffe sehr, dass wir als Gesellschaft dazulernen. Viel hat nämlich auch damit zu tun, dass das ganze Internet ja doch noch relativ jung ist in der Menschheitsgeschichte und dass wir im Virtuellen das, was wir als Empathie im Alter von 3 gelernt haben, nicht so direkt anwenden können. Man hat Empathie in diesem jungen Alter gelernt durch das, was man sieht. Ich sehe eine Reaktion auf das, was ich tue oder sage. Tränchen rollen, ja, Stirn runzeln, ich sehe irgendwas. Das sehe ich im Netz nicht unmittelbar. Und in der digitalen Welt Empathie als Gesellschaft neu zu erlernen, in jedem Lebensalter, ist eine große Aufgabe, die wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte braucht, aber wahrscheinlich schaffbar ist. Was nicht heißt, dass wir es zu 100% hinkriegen. Am Ende ist es aber ein Lernauftrag, den übergibt man nicht der Schule, weil das ja auch generationenübergreifend gleichzeitig erfolgen muss, sondern das ist unsere aller Aufgabe. Wir müssen Teil davon werden, das Netz für alle besser zu machen.